Herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Heroes mit seinem Kübelkatze. Das ist natürlich meine Wenigkeit. So, hier unten, da will jemand mit uns reden. Ich wollte euch beiden etwas fragen. Kam euch das, was der Mann in Schwarz gesagt hat, irgendeiner Weise bekannt vor? Der Mann in Schwarz. Ach, du meinst das, die finstere Gestalt in der Arena und sein Gerede von Kinder des Lichts? Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer, was er damit gemeint hat. Der Begriff Kinder des Lichts habe ich dann und dort zum ersten Mal gehört. Geht mir leider genauso, Ayla. Gibt es irgendetwas, was du uns darüber sagen möchtest? Also, ich erinnere mich daran, wie meine Großmutter die Kinder des Lichts einmal erwähnte. Als ich noch ein kleines Mädchen war, ich dachte damals, es sei nur ein Märchen. Eine alte Geschichte, die davon handelt, wie vor langer, langer Zeit die beiden mächtigen Gottheiten des Lichts und der Dunkelheit die Welt im Gleichgewicht hielten. Beide Gottheiten übertrugen ihre jeweilige Macht an ein bestimmtes auserwähltes Geschlecht. Die Kinder des Lichts erbten, wie man denken kann, die Macht des Lichtes und ihre während ihren Pentant den Kindern der Finsternis und der Macht der Dunkelheit zuteil wurde. Nun, diese Geschlechter stellten sicher, dass die Balance zwischen Gut und Böse aufrecht erhalten wurde. Zumindest ist es das, was die Legende uns erzählt. Die Kinder des Lichts und der Finsternis. Aber wir sind nur gewöhnliche Soldaten. Es gibt nichts an uns, das Außergewöhnliches. Wie sollten wir etwas mit göttlichen Mächten zu tun haben? Es ist noch zu früh, um etwas mit Bestimmtheit sagen zu können. Aber möglich ist alles. Ich werde das genau untersuchen müssen. Neuer Stand. Ah, also wäre das Dorf im Wald, ja. So ist es ein wahrhaft schöner Ort. Sieht der Schatten des Baumes, der bla bla bla. Ja, ich weiß Bescheid. Unwurf kommt oft. Okay, geht los. Das ist also der Dorf Sylvania. Ist sehr schön. Ach, könnte ich wandern irgendwann auf faden Grün wie hier mit wir zwei nur. Das ist nicht der rechte Zeitpunkt für Tagträume. Auf den ersten Blick scheint das Dorf frei von feindlichen Kräften zu sein. Doch wenn man Verdacht sollte, werden jede Minute irgendwelche Bösewichte auftauchen und über uns hereinfallen. Richtig, dann beeilen wir uns. Zu spät, Freunde. Seht nur, die Feinde ist bereits im Anmarsch. Doch kampflos werden wir das Dorf nicht überlassen. Zu den Waffen. Das ist so spaßig. Lasst uns ruhig kommen. Könnt ihr dann den ganzen Tag lang vermöbeln.
Das kritische Treffer auf Feinde einprasseln, die ihnen Tränen in die Augen reibt. Vielleicht kriege ich auch von den Chimären ja Münzen, das wäre geil, da könnt ihr die Chimären in die Luft gegeneinander kämpfen. Oh cool! So, mal kurz gucken, warte mal kurz, noch einer? Hier. Da musst du mal rangehen, du beschissener Soldat. Verdammte Axt hier. So, der ist safe. Wo ist denn der andere hier? Na komm jetzt. Jagdtrupp oder okay, ist ein normaler. Na, geht doch hier. Cool. Ja, kriegst du. So macht man das. Das sollte es gewesen sein, aber dafür, dass wir uns erst am Anfang des Dorfes befinden, war das eine ganz schön große Monsterschar. Das lässt nichts Gutes ahnen. Soge ist mit Recht bete in Indiglisch
bitte ich inniglich, dass ältestens ja und anderen Elben passiert ist. Dass ältesten und anderen Elben passiert ist nichts. Junge. Gebete werden ihnen nichts nützen, Junge. Wir müssen ihnen zu Hilfe eilen und schnellstmöglich die Monster vertreiben, die sich innerhalb des Dorfes befinden. Majestät, sprich mit wahren Worten. Wir müssen Dorf mit maximalen Hass. Befreien. Hier, und dann gehen wir doch gleich mal weiter hier. Komm, jetzt nur solche scheiß Roboter. Oh nein. Oh, auf die hab ich überhaupt keinen Bock. Dieses Tor ist der Eingang zum eigentlichen Dorf. Die Häuser der Elben liegen alle auf der anderen Seite. Kommt, wir sollten hingehen und sehen, ob nicht so schnell wir haben Gesellschaft und ich wette, dass denen nichts gelegener kommen würde, als dass wir ihnen die Tür zum Dorf aufmachen. Grill. Setzen wir unseren Weg wie geplant fort, führen wir sie direkt ins Herz der Elbensiedlung. Wir müssen unseren Vorstoß abbrechen. Und damit ist unsere weiteres Vorgehen klar. Wir müssen das Tor zum Dorf verteidigen, die Invasionen zurückdrängen. Okay. Na, gehen wir doch gleich mal hin, wenn hier was erschienen ist. Wo ist denn der? Fledersau. Man steigert die Konzentration von Verbündeten auf herzerwärmende Weise. Okay.
Hoch weg. Okay. Ich komme von oben. Hä? Gibt's so ein Grün? Draco Markus mit wird magisch schwächen um Feinde. Okay. Der tut der Verteidiger der anderen schwächen. So, jetzt. Mal kurz bitte konzentriert, wir haben alles gesaved. Jetzt bleibt doch jetzt mal hier jetzt. Meine Fresse. Was ist denn dein Ernst, dass wir von dort kommen können? Alter, wurde der penetriert. Scheiße. Alter, fuck. So, der ist auch weg. Oh, fuck, Alter, jetzt. Thank you.
Gut, er ist weg. Oh, die sind überall, ey. Das ist der Wahnsinn. Gut, er ist weg. Doktorschleimmedaille wirkt Wiederherstellungszeit für die Mikrobiologie. Okay. So, den hebst du. Das weg. So, das weg. Oh, wieder zurück. Die Monster treten die Flucht an. Oh, wir haben es geschafft. Oh, geil. Tor hat sich geöffnet. Okay, gehen wir. Okay. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen verwirrt. Passiert bestimmt auch irgendwas. Wie es aussieht, haben wir sie davon abhalten können, in die Siedlung einzudringen. Es ist aber noch nicht ausgeschlossen, dass Trupps sich anderen Orts Zugang verschafft haben. Der Älteste, seine Untertanen und ihre Behausungen könnten also in Gefahr schweben. Der Hauptteil der Siedlung liegt gleich hinter der Brücke dort. Dann lasst uns sofort hinüberstürmen. Vergebt mir, Freunde, ihr müsst erschöpft sein. Nach einem Kampf von solcher Härte und Intensität, ja. Lass uns zur Wolkenkratzer zurückkehren und Atempause gehen, bevor wir unseren Weg der Brücke fortsetzen. Ich bin mal gespannt, wenn der nächste große Bosskampf kommt. Zum Beispiel gegen zwei Giganten oder gegen zwei Atlas oder was es da noch so viele große Gegner gibt. Oder der schwarze Peter oder irgendwelche wirklich kranker Scheiß. Bin ich echt gespannt wie ein Flitzebogen. Gut, ich hab's Beste schon, was geht. Kugelladen, bla bla bla. Du redest Schwachsinn, weil du eine kleine Frau bist. Okay. Aya.
Ah, Kacke. Nochmal. Nochmal. Jetzt. Ich werde die anderen wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen, außer die hier vielleicht noch. So. Gut, ich. Gut. Gut, dann werde ich mal speichern. Alter. Die kommen echt überall her. Das war der Wahnsinn. Es tut mir leid, dass ich zu wenig in den letzten Gefecht geredet habe, aber ich war gerade ein bisschen, ich war voll drin. Ich war ein bisschen konzentriert. Ja gut, ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann einfach weiter. Ab ins Gefecht. Oh, ich muss erst mit denen reden. Ab ins Gefecht würde ich sagen. In dem Sinne, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles. Das war Dragon Quest Monsters mit Samtkampfkatze, meine Menschlichkeit. Also, pssst.